Herzlich willkommen zum Black Forest Story Podcast. Heute nehmen wir Folge 6 auf. Ich freue mich sehr. Ich habe wieder einen sehr lieben Gast heute bei mir, die liebe Lisa. Danke für die Einladung. Sehr gerne, Lisa. Herzlich willkommen bei uns. Okay. Ich freue mich sehr. Heute werden wir gemeinsam über ein sehr spannendes Thema auch reden mit der Lisa. Und auch in dem beruflichen Kontext werdet ihr danach auch erfahren. Wir reden heute über Social Media. Ja, es wird wirklich sehr bewegend auch, was das Thema, sag ich mal, betrifft. Im Alltag begleitet es uns ja alltäglich. Ja. Aber steigen wir direkt ein, ja, liebe klar. Lisa. Ja. Erzähl einfach ganz kurz ein bisschen was über dich. Okay, ja. Was du genau machst und ich denke, so in dem Gespräch werden wir dann schnell so auf den Punkt kommen, was du alles Schönes machst im Bereich Social Media. Ja. Ja, ich bin Lisa, 28 Jahre, komme aus Schramberg, bin Mama vom kleinen Paul und verheiratet, ja, so mal zu mir. Letztes Jahr im August habe ich mich dann selbstständig gemacht mit Just Posted, also im Bereich Social Media Management, Marketing. Vielleicht noch ein bisschen rückblickend, wie das Ganze entstanden ist. Gerne, das ist immer Erstmal, genau. Also ich bin gelernte medizinische Fachangestellte, habe in der Augenklinik gelernt, war dann noch 4 Jahre im Beruf. Mhm. Habe dann aber gemerkt, ich brauche irgendwie was anderes, ist nicht ganz so meins. Also Thema Medizin an sich schon, aber ich habe mich einfach nicht mehr so gefordert gefühlt, muss ich sagen. Ja. Mhm. Dann bin ich in der Firma in den kaufmännischen Bereich gegangen, war dort auch in einer leitenden Position. Mhm. Und in der Zeit habe ich mich dann mit meinem Mann noch selbstständig gemacht. Wir haben einen Barbershop, Licks Barbershop in Schramberg. Genau, ist in der Zeit entstanden. War damals, in den Flitterwochen haben wir entschieden, dass wir das machen. Dann haben wir es auch gemacht. Und war ich auch schwanger in der Zeit, war dann in Elternzeit. Und als es wieder darum ging, dass ich wieder in meinen Beruf einsteige ins Kaufmännische, kam dann eben der Lockdown, Corona, hat die Firma sehr stark betroffen und ich wäre direkt in 100% Kurzarbeit gerutscht. Ja. Und ja, dann war für mich halt so der Moment, wo ich gedacht habe, gut, Lisa, irgendwas... Jetzt mach was, ja, mach was aus der Situation. Ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, weil ich jetzt erstmal zu Hause bin. Und dann ging es eben mit Just Post It los. Ich mache, seit wir eben selbstständig sind mit unserem Barbershop, habe ich dort schon den ganzen Social Media Auftritt geleitet. Und dort wurden wir auch schon echt oft drauf angesprochen, wer das denn macht, wer die Bilder macht, dass es ja so toll sei und ob ich da auch mal unterstützend irgendwie helfen könnte. Also ist eigentlich durch die Nachfrage eher entstanden. Ich hatte es jetzt nie für mich so auf dem Schirm, dass ich jetzt im Bereich Social Media Management oder Marketing mich selbstständig machen könnte. Dann ein Freund von uns, der auch Unternehmer ist, ein eigenes Unternehmen hat, hat mich dann gefragt, Lisa, könntest du mir helfen, mein Instagram-Profil aufzubauen, mich dort zu unterstützen? Ich sage, klar, mache ich gern, macht mir mega Spaß und bin dafür offen. Und wo es nachher darum ging, wie das mit der Bezahlung läuft oder wie mir da entgegenkommen könnte, es wäre super, wenn ich da Rechnungen schreiben könnte, sage ich, ja, gut, aber ich mache das ja eigentlich jetzt nicht beruflich. Ja. Und dann war da eigentlich dann so echt der Funke übergesprungen, dass ich das wirklich ein beruflichen Weg einschlagen wird. Und das Thema Social Media Marketing, eben durch unseren Barbershop, habe ich mich damit schon ganz viel beschäftigt, weil ich wusste, dass das Thema immer wichtiger wird fürs eigene Unternehmen, fürs Business, für die Reichweite, für die Bindung, die man zu seinen Kunden eben bekommt durch Social Media Marketing. Mhm. Und habe mich in der Zeit dann ganz viel fortgebildet, Bücher gewälzt, Fortbildungen gemacht ohne Ende und habe so mein Wissen eigentlich echt über diese 2 Jahre, wo wir jetzt unseren Barbershop haben, extrem aufgebaut und konnte so wirklich ganz vielen Freunden, auch Unternehmen helfen und habe es dann ins Berufliche umgewandelt sozusagen. Also durch die Nachfrage eigentlich eher entstanden. Mhm. Ja, wurde ich so drauf, ja. Okay. Der Weg hat sich dann so quasi von alleine geebnet. Und wie gesagt, durch den Barbershop, ich hatte es eigentlich immer schon so direkt vor mir. Wir wurden echt ganz, ganz oft darauf angesprochen, auf unseren Instagram-Auftritt. Und ich habe auch damals gemerkt, wie viele Kunden wir dadurch einfach auch gewonnen haben. Wir hatten plötzlich ein Einzugsgebiet. Die Leute sind 2-3 Stunden zu uns gefahren, weil sie uns auf Instagram einfach gesehen haben und uns sympathisch fanden, den Auftritt toll fanden. Und da habe ich halt einfach schon gesehen, was man wirklich mit dem Instagram-Auftritt für sein eigenes Unternehmen erreichen kann und wollte so halt wirklich so viel Unternehmen wie möglich damit auch helfen, ja. Vor allem in der Corona-Zeit, ja, genau. Super, nee, danke schon mal an der Stelle für den Einblick. Ja.
Ich möchte ganz gerne noch auf einen Punkt eingehen. Wir haben ja so ein ganz kurzes Vorgespräch auch geführt. Und du hast ja gesagt, so als es mit der Selbstständigkeit angefangen hat oder du da gesagt hast, okay, ja, da könnte jetzt was draus entstehen oder der Weg hat sich ja dann auch so geebnet, hast du ja gesagt, dass du auch zu Hause warst, du hattest relativ viel Zeit dann auch. Ja, ja. Und hast dann, ja, sag ich mal, gewisse Bücher auch in die Hand gekriegt und hast da auch, sag ich dich mal, mit gewissen Themen befasst. Erzähl doch da einfach auch nochmal drüber, weil es interessiert mich. Ich habe mich ja auch lange oder beschäftige mich schon lange mit den Themen. Ja. Was hat es mit dir gemacht, als du dich dann mit den Inhalten auch befasst hast? Und gerade wenn es jetzt auf die Punkte geht, dann auch zu sagen, nee, ich schiebe meine Träume jetzt nicht irgendwie beiseite, sondern ich setze die jetzt um. Mach's einfach, Einfach mal machen, so wie das genau, einfach mal machen. Könnte ja richtig gut werden. Ja. Ja, das war dann eben in der Elternzeit, wo ich zu Hause war, mehr Zeit hatte als sonst, ist mir das erste Buch war von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Ja. Ich weiß wirklich nicht mal, wie ich drauf gekommen bin. Ich hatte es dann in meiner Hand, habe das Buch gelesen, relativ schnell. Ich bin eigentlich gar kein Leser, muss ich dazu sagen. Aber das Buch hatte ich dann wirklich halt in 2 Tagen verschlungen. Und der Inhalt war halt einfach, ja, der hat schon ganz viel mit mir gemacht. Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach. Und nach diesem Buch, ich habe mir direkt viele weitere bestellt. Es gibt noch ganz viele, die ich empfehlen kann. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Dann gibt es noch The Big Five for Life. Also ganz viele kann ich da wirklich aufzählen. Und ja, habe mich immer mehr mit mir selber beschäftigt, auch viel reflektiert, was in der Vergangenheit so war, ob das alles wirklich so läuft, wie ich es für mich vorstelle, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ja, und mit jedem weiteren Buch, mit jedem weiteren, mit jeder weiteren Person, die ich auch durch dieses Thema gefunden habe, wie zum Beispiel Laura Marlina Seiler, also auch zum Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin da einfach wirklich immer mehr reingekommen. Und dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenn man sich damit einmal beschäftigt, macht es so ganz viele Türen auf, auch Türen aus der Vergangenheit. Man beschäftigt sich mit der Kindheit, mit verschiedenen Erlebnissen, die man hatte, merkt, was für Glaubenssätze man in sich trägt, die man eigentlich die Person ist man eigentlich gar nicht, aber man hat so viel aus der Vergangenheit, was man mit sich rumträgt. Und wenn man da mal sich wirklich ein bisschen damit beschäftigt und merkt, hey, eigentlich gibt es da noch ganz viel mehr, eigentlich könnte ich noch so viel mehr erreichen, wenn ich mal diese Glaubenssätze beiseite schieben würde und wirklich das mache, was ich möchte, dann ist, glaube ich, ganz, ganz viel möglich. Und ich glaube, das hat mir auch dann den Mut gegeben zu sagen, es ist jetzt zwar, ich bin jetzt eigentlich direkt in 100% Kurzarbeit, ich habe gerade momentan nichts. Klar, den Barbershop, da bin ich auch noch, auch mit Geschäftsführung, da habe ich immer ein sicheres Bein, sage ich mal, drin. Aber ich wollte für mich einfach noch was machen. Und anstatt zu sagen, Mist, ich bin jetzt zu Hause, der Firma geht es nicht gut, ja, durch die Situation, habe ich nicht gemacht und bin dann einfach wirklich für meine Leidenschaft losgegangen. Ja. Das Thema Social Media, vor allem Instagram vor allem, und habe halt gesehen, was ich in der kurzen Zeit auch schon für andere erreicht habe. Also gerade für den Freund, wo ich dann dieses Instagram-Profil aufgebaut habe, wie viele neue Kunden er auf einmal hatte, wie gut er durch die Krise gekommen ist, wie auf einmal, ja, da ganz viel passiert ist in seinem Unternehmen, wie er selber beflügelt war, trotz der Krise, ja. Und da habe ich einfach gesehen, wie viel da möglich ist, und da war für mich klar, ich möchte da auch so vielen Menschen wie möglich helfen, einfach mutig trotzdem für ihre Träume loszugehen und vor allem halt sichtbar zu werden, gerade mit Instagram vor allem. Und ja, ich glaube einfach, wenn man sich mit sich beschäftigt, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und da vielleicht ja auch manche Vorurteile ein bisschen beiseite schiebt, dann ist da für einen auch ganz, ganz viel möglich, dass man selber Dinge angeht, wo man vielleicht sich selber nie zutrauen würde. Auch, dass ich heute hier sitze, hättest du mich wahrscheinlich vor 3 Jahren angeschrieben, wäre ich heute nicht hier. Deswegen einfach mal machen, könnte ja gut werden. Und ja, Thema Persönlichkeitsentwicklung war sicherlich ein ganz großer Schritt, damit ich heute auch hier sitze und das aufgebaut habe, was jetzt da ist einfach, Nee, das freut mich auch. Also wegen dem habe ich es jetzt auch nochmal so angesprochen, weil klar, wie gesagt, ich habe mich ja auch viel mit den Themen beschäftigt. Ja. Und manche, klar, verstehen die Reise jetzt dann auch nicht so irgendwie. Ja. Und denken so, hey, was macht denn der Typ so, gell? Oder jetzt bei dir oder keine Ahnung. Und dann ist es halt schön, wenn man sich da einfach wie jetzt in dem Podcast, dann kann man sich vernetzen, drüber sprechen. Genau, Also wirklich sehr, sehr schön. Also danke für den Einblick, Lisa, an der Stelle. Ja, du kannst auch gerne nochmal, wenn wir jetzt ein bisschen näher deine Arbeit einfach beleuchten, was genau kannst du quasi jetzt deinen
potenziellen Kunden anbieten? So einfach mal ein bisschen, was du genau machen kannst, wie du denen helfen kannst. Ja. Also ich biete Social Media Betreuungen an. Das heißt, oftmals im Arbeitsalltag, im Stress, hat man weder Zeit, ich sag mal, Bilder zu schießen, Bilder hochzuladen, Texte zu schreiben oder auch einfach mal diese Story-Funktion zu nutzen, Einblicke hinter die Kulissen zu teilen. Das heißt, da helfe ich unterstützend, den Content, also das Material zu erstellen, auch zu veröffentlichen, also so eine allgemeine Betreuung, damit der Account einfach auch aktiv ist und generell auch beim Thema Community-Aufbau, Community-Management, Nachrichten beantworten, auch mal andere Beiträge zu kommentieren, also die ganze Betreuung an sich. Und dann biete ich auch Coachings an, die gehen über 4 Wochen. Da habe ich dann eben, da geht es vom kompletten Aufbau, wie baue ich ein Instagram-Profil auf was muss ich achten, wie erstelle ich die perfekten Beiträge, wie kann ich mir eine aktive Community aufbauen, welche Formate klappen besonders gut mit Videocontent, mit eher Bildmaterial. Da gehen wir dann auch wirklich in die Tiefe ein, in das Branding an sich. Was macht mich, was macht mein Unternehmen aus, wie kann ich das auch visuell darstellen? Gerade über Brandfarben, über eine gewisse Bildsprache, die man entwickelt, dass wirklich auch der Social-Media-Auftritt nicht nur, sage ich mal, oberflächlich bleibt, sondern dass man auch wirklich zu dem Unternehmen, zu der Personenmarke eine Verbindung bekommt, dass da einfach mehr Bindung zu der Kundschaft oder zu den potenziellen Kunden auch geschaffen werden kann. Und ja, damit man einfach viel Reichweite, hoffentlich neue Kundschaft gewinnt, da eben zum einen coache ich, damit ich das einfach mein Wissen weitergebe und zum anderen betreue ich auch, wenn mal die Zeit fehlt, einfach unterstützend in vielen Punkten dann. Genau, ja. Super, vielen Dank an der Stelle. Ja. Ich finde aber, bei dir ist so der wirklich kleine, feine Unterschied, wir haben ja auch drüber gesprochen, auch heutzutage dieser, ich sag mal, Follower-Wahn, wie ich es jetzt mal so nennen will, und ich kaufe mir jetzt irgendwie mal ein paar tausend Follower ein. Ja. Bei dir finde ich wirklich richtig klasse, also das ist einfach, erstens, es kommt aus dem Herzen. Ja, definitiv. Und zweitens, erzähl da auch noch mal ein bisschen drüber, Lisa, du willst es natürlich aufbauen. Ja, also weg von diesem Follower-Wahn, wirklich zu einer Community, die einem hinter einem steht auch und wo einfach die Verbindungen auch stark sind. Genau, weil diese aktive Community sind auch nachher die Menschen, die eventuell zu Kunden werden, mit denen man eine Verbindung aufbauen kann. Es hat sich leider, ist ein ganz großes Thema, dass man denkt, mit viel Followern, also ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 10.000 zum Beispiel, man kann nur erfolgreich sein, wenn man Tausende von Followern auf seinem Account hat, aber dem ist halt wirklich gar nicht so. Ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieses Denken sich, dass da mal ein kleiner Switch reinkommt. Denn wir nehmen jetzt einfach mal an, ich habe einen Account, der hat 250 Follower. Da würde jetzt jemand sagen, ganz, ganz wenig. Aber ich sage auch immer, wenn jetzt mal die 250 Personen vor dir sitzen würden, wären es nicht mehr so wenig Leute. Ja? Ein Account mit 250 Followern, die aber wirklich alle aktiv sind, also Beiträge kommentieren, sich mit dir auseinandersetzen, du da wirklich eine aktive Community aufgebaut hast, mit der du eine Verbindung hast, gegenübergestellt zu einem Account, der hat 10.000 Follower, davon sind vielleicht, man kann sich ja wirklich Follower kaufen, 5.000 gekauft, 5.000 durch jegliche Gewinnspiele, manche verlosen Handys, alles Mögliche, damit sie irgendwie mehr Follower bekommen, aber diese ganzen Follower, die werden sich ja nie und nimmer mit einem Beitrag von dir auseinandersetzen, also da kannst du dir noch so viel Mühe geben, tolle Inhalte zu erstellen, irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Diese Follower, die sind aber, Ghost-Follower nennt man sie auch. Das steht zwar eine Zahl, aber aus der Zahl kannst du nichts für dich mitnehmen. Also diese 5.000 Gekauften, da wird nie jemand von denen gekauft, wird nie jemand einen Beitrag liken, sich mit dir auseinandersetzen, eventuell deine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Deswegen ist diese große Zahl, wo viele denken, das ist der Erfolg, das ist das, was es ausmacht, das ist dieses Oberflächliche. Aber wenn man mal schaut, ich glaube, der Account mit 10.000 Followern guckt ziemlich neidisch auf den mit 250 Followern, der vielleicht aus diesen 250 50 Kunden gewonnen hat. Und der mit seinen 10.000 hat aber noch nichts erreicht, weil es einfach nur eine leere Zahl ist. Und ich glaube, viele sehen diesen oberflächlichen Erfolg, Followerzahl XY, aber sehen ja nicht, was wirklich dahinter steckt. Es kann ein Account mit
wenigen Followern viel, viel erfolgreicher sein. Jetzt, ich nehme einfach auch mal mich als Beispiel. Ich habe jetzt momentan 850. Mhm. Würden auch viele sagen, ist jetzt nicht so die Welt. Aber ich habe eine richtig, richtig aktive Community, ganz viele Kontakte geknüpft, ganz engen Kontakt auch, mhm. Ganz viel Interaktion. Ich tausche mich ganz viel aus und bin jetzt bis August, September ausgebucht. Also ja. Man sieht, wenn man da wirklich eine echte Verbindung schafft, und das ist ja auch bei Social Media, Austausch, Vernetzen, um das geht's ja. Das ist das, was den Erfolg ausmacht und nicht Zahl XY. Und das ist leider auch das Problem, warum auch, glaube ich, viele den Spaß verlieren, weil sie sich so einen Druck machen, irgendeine gewisse Zahl aufzubauen, mhm. die womöglich Erfolg verspricht, was nicht der Fall ist. Und ich glaube, das nimmt auch ganz vielen den Spaß und macht ganz viel Druck, dieser Vergleich. 5.000 Follower, ich brauche noch 500 mehr. Oder ja. Ja, das, aber das eigentliche Ziel, was man ja hat, neue Kunden zu gewinnen, sich eine Community aufzubauen, für seine Message, die man hat, auch wirklich Leute zu erreichen. Dieses Ziel kann ich ja niemals erreichen, wenn ich da zwar 10.000 stehen habe, aber die beschäftigen sich nicht mit mir. Und ja, dieses Denken muss man einfach mal umswitchen. Und dann hat man auch wieder viel mehr Spaß, wenn man sieht, okay, ich habe vielleicht jetzt meine 100, aber mit den 100 habe ich so einen coolen Kontakt, tausche mich regelmäßig aus, konnte aus diesen 100 wirklich auch schon 3-4 Kunden gewinnen, dann ist das doch viel mehr wert, wie jetzt eine Zahl, die da einfach nur steht, eine oberflächliche Zahl. Und ja, das ist wirklich das, was ganz, ganz wichtig ist, was man für sich verinnerlichen muss. Und dann macht es auch wirklich wieder viel mehr Spaß. Und ja, man geht für sein Business einfach mit viel mehr Freude los, wenn man nicht nur ständig diese Zahl da oben im Blick hat. Richtig. Ja, ja. Aber bei dir ging das ja auch wirklich schnell. Also du bist jetzt, finde ich, auch schnell in dem Sinn gewachsen. Ja. Aber wie gesagt, halt auf eine natürliche Art und Weise. Ja, genau. Was fällt dir so jetzt, seitdem du da auch selbstständig bist und dich mit den Themen befasst und anderen auch da hilfst, was fällt dir jetzt allgemein, sage ich mal so, auf den sozialen Netzwerken auf? Mhm. Also so, wie soll ich sagen, du bist ja jemand, wie schon gesagt, du baust es natürlich auf, die anderen eher nicht. Ja. Oder was kannst du auch so für ein Verhalten von anderen, sage ich mal, auch so raussehen? Rausfiltern. Ja, genau. Ja. Also was man ganz oft sieht natürlich, ist auch dieses Follow for Follow. Also ich habe zum Beispiel einen Account mit 10.000 Followern, der folgt aber auch 6.000 oder 7.000. Also ist es so ein, ich folge dir, du folgst mir. Aber jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema. Nur weil ich jetzt demjenigen folge und er folgt mir zurück, wird er aber wahrscheinlich trotzdem niemals meine Dienstleistung in Anspruch nehmen, weil es so ein Geben und Nehmen war, sage ich mal. Ja, dann sieht man auch oft eine riesengroße Followerzahl, aber derjenige hat vielleicht nur auf dem Bild 100 Likes oder zwei Kommentare. Dann sieht man natürlich auch, okay, da wurde wahrscheinlich irgendwas dazu gekauft oder wie auch immer. Und ja, man sieht einfach wirklich, wenn man sich eine aktive Community aufbaut, dann wächst die auch stetig. Ja? Mhm. Sich nur Follower dazu zu kaufen oder durch Gewinnspiele oder durch, wie gesagt, Folgen, Zurückfolgen. Wenn es wirklich nur um diesen Aufbau, um diese Zahl da oben geht, dann wird es keinen Erfolg bringen, außer dass diese Zahl vielleicht ein bisschen steigt. Aber das eigentliche Ziel, das, was man ja vielleicht hat, das wird damit nie erreicht werden. Ja. Und ja, ist halt oft dieser Vergleich. Und ich poste das, weil derjenige hat es auch gemacht. Oder ich mache dieses und jenes Gewinnspiel. Sind toll, Gewinnspiele kann man immer wieder einbauen. Aber man sieht schon, wenn jemand halt drauf aus ist, sich wirklich nur eine Zahl aufzubauen oder wirklich mehr dahinter steckt, meiner Meinung nach, man sieht einfach das authentische Auftreten, macht man es mit Freude. Oder ist wirklich immer nur diese Zahl da im Blick, und schade, dass es wirklich bei vielen wirklich nur um diese Zahl geht, weil... Oder einfach halt auch nur eine, das ist mir so aufgefallen, einfach nur eine Fake-Welt, sag ich mal. Dieses Oberflächliche, klar, man sieht dann, ich habe letztens auch so eine lustige Story gemacht, man sieht dann oft dieses perfekt angerichtete Frühstück mit trapierten Obststücken und so dieses typische Bild, Da habe ich einfach auch, um das mal zu zeigen, ich habe dann eine Story gemacht und habe dann eben das so schön trapiert, habe hingeschrieben, typisches Social-Media-Frühstück und habe dann direkt danach so diesen Löffel genommen und rumgerührt und gesagt, aber so sieht es halt wirklich eine Sekunde später aus, Also es ist natürlich auch viel oberflächlich und da darf man sich auch wirklich nicht so blenden lassen. Ich glaube, viele vergleichen sich dann mit diesen oberflächlichen Bildern und sehen aber gar nicht den Hintergrund. Ja. Da muss man wirklich versuchen, bei sich zu bleiben und sich auch immer wieder zu sagen, natürlich postet man eher jetzt schöne Bilder als
jetzt das Frühstück, wenn es schon komplett leer gefuttert ist und nicht mehr schön anzuschauen ist, es ist ja auch eine visuelle Plattform. Klar, zeigt man sich lieber geschminkt wie gerade aus dem Bett. Aber auch diese Szenen, finde ich, gehören dazu, dass es einfach auch ein authentisches Auftreten ist. Und da muss man immer bei sich bleiben und sagen, es ist Social Media, das meiste ist einfach oberflächlich und dass man sich das auch immer wieder ins Gedächtnis holt. Es ist vieles nicht so, wie es scheint. Jeder hat seine Probleme, seine Päckchen mitzutragen. Nicht jeder sieht top gestylt aus, wenn er morgens aus dem Bett kommt. Und zum Glück. Ja, ja, und ich glaube, wenn man da bei sich ist, auch ein gewisses Selbstvertrauen hat und weiß, gut, das Bild gerade ist super schön, aber es gibt auch ein davor, wie es davor aussah, dann, glaube ich, nimmt man sich selber da auch wieder einen Druck, irgendwie perfekt sein zu wollen oder perfekt sein zu müssen, denn es ist keine perfekte Welt, ja, und ja, das muss man für sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es sieht toll aus, oberflächlich, aber dahinter, ja, ist auch jeder nur ein Mensch einfach, gell? Richtig, ja. Genau, und ja. Wiederum die Energie dahinter zieht ja dann auch die richtigen Menschen. Die richtigen Menschen, die sich mit einem wieder verbunden fühlen, auch vieles in der Person wieder auch selber sehen oder viele Verbindungen, die man aufbaut. Ja, cool, ist so, genauso sehe ich morgens aus, jetzt mal als Beispiel. Mhm. Oder und das ist auch das, was nachher den Unterschied macht zu einem oberflächlichen Auftreten, eine perfekte Welt erschaffen wollen oder zeigen wollen und zwischen wirklich authentischem Auftreten, so von innen heraus einfach das, was man wirklich erreichen möchte, von innen heraus zu transportieren, auch mal Bilder zu zeigen, die jetzt nicht so Instagram-tauglich, das Wort hat sich mittlerweile sogar eingebürgert, Instagram-tauglich. Was ist denn Instagram-tauglich? Ja, dass man da wirklich versucht, einfach so zu sein, wie man ist, weil dann wirklich ist die Chance auch da, dass man wirklich richtige Kontakte knüpft, sich eine Community aufbaut, die aktiv, die treu ist, die bei einem bleibt, weil man sich auch wirklich so zeigt, wie man ist und nichts aufsetzt und jemand versucht zu sein, den man gar nicht ist, weil das sieht man sofort. Also ja, ist ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Gib uns doch mal oder für die Zuschauer und Zuhörer vielleicht, klar, manche haben dann auch Probleme, irgendwie eine Story zu machen. Ja. Ich habe Angst, in die Kamera zu sprechen oder ja, so. Ja, ja, klar. Gib doch einfach mal, Lisa, gerne ein paar einfache Tipps. So, ich sag mal, für einen guten, natürlichen Aufbau, so wie wir es jetzt ja auch schon, sag ich mal, die ganze Zeit auch schon thematisiert hatten. Ja, also zum Thema, vielleicht nehmen wir gerade mal dieses Angst, in die Kamera zu sprechen, hatte ich auch ganz arg. Also das glaubt man vielleicht jetzt gar nicht mehr, aber bis vor einem Jahr konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen, in eine Kamera zu sprechen. Und aber dann dachte ich so, warum eigentlich? Da kommt dann die Gedanken, was könnten denn andere Menschen über mich denken? Ja. Ist es gut, was ich sage? Was könnte mein Freundeskreis denken? Meine Arbeitskollegen, wie auch immer. Und dann habe ich aber so für mich gedacht, wenn ich jetzt was habe, mit dem ich rausgehen möchte, eine Message oder mit meinem Business, soll ich das wirklich davon abhängig machen, was eventuell andere denken könnten. Mhm. Also da wirklich versuchen, bei sich zu bleiben. Man selber möchte was weitergeben, man selber hat einen Traum oder eine Markenbotschaft, eine Message, die man nach außen tragen möchte. Und das auf keinen Fall davon abhängig machen, weil man denkt, es könnte jemand nicht gut finden. Ja, das ist der eigene Weg. Also versuchen wirklich, dieses Denken abzuschalten. Was könnte Person X oder Y über mich denken? Da wirklich versuchen, bei sich zu bleiben. Dann kann man sich auch wirklich einfach leicht dran rantasten, indem man vielleicht mit Zeitraffer-Video mal arbeitet, man nicht so direkt frontal in die Kamera spricht, sondern vielleicht ein paar Einblicke hinter die Kulissen teilt, wie man gerade am Arbeiten ist, dass man sich ein bisschen zeigt, aber noch nicht dieses so direkte in die Kamera sprechen. Und dann, ich habe angefangen mit so einem ganz kleinen Wochenendgruß. Also ich habe einfach nur, ich bin draußen gelaufen, habe mir jetzt gedacht, der Impuls ist da, ich sag jetzt irgendwas rein, geh den ersten Schritt und habe einfach nur ein schönes Wochenende gewünscht. Und dieser eine Satz kam so gut bei meiner Community an. Ich habe auf einmal auf diese Story habe ich so viel Rückmeldung bekommen. Einfach nur, weil ich halt mal so nahbar war oder man mich mal so echt oder live gesehen hat. Und so schafft man halt auch wirklich erst so diese richtig enge Verbindung, wenn man sich auch mal zeigt, wenn man den Menschen auch mal wirklich sprechen hört, ein paar Einblicke aus dem Alltag, das ist nachher auch diese Verbindung, die es wirklich schon enger macht, also dieses persönlich in die Kamera sprechen. Aber wie gesagt, man kann sich da auch ganz leicht rantrauen, indem man wirklich mal mit 2, 3 Sätzen anfängt oder auch mal
man kann ja auch schon mal in die Kamera sprechen, es sich anschauen, auch mal wieder beiseite schieben. Ich muss jetzt da nicht sofort raus mit diesem Video. Ich kann es mir noch mal anschauen und okay, war schon mal gut und sich da einfach auch langsam rantasten. Genau, das mal so zu dem Kamerasprechen-Thema. Ja. Also da auf jeden Fall auch versuchen, wirklich dieses, was andere denken, abzuschalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt, weil ohne das traut man sich einfach nicht, weil da man ist so im Außen und gar nicht bei sich und dann traut man sich nicht. Zum Thema auch noch nachhaltigen Community-Aufbau, auf jeden Fall der Community Mehrwert bieten. Mhm. Also man geht ja auch von sich selber aus, wem folge ich denn gerne? Ich folge Menschen gerne, bei denen ich was für mich mitnehmen kann, die mich inspirieren, motivieren, mich informieren, mir irgendwas weitergeben, das ich für mich selber in meinen Alltag einbauen kann, was mir einfach hilft. Also versuchen wirklich ein Profil, einen Account aufzubauen, nicht über mich, weil viele machen den Fehler, das 10. Selfie, das 10. Geschichte über mich, aber es bringt meiner Community jetzt nicht ganz so viel, sondern wirklich versuchen, einen Account aufzubauen, der für meine Community da ist, dass ich meiner Community helfe bei gewissen Dingen, mein Thema aufnehme, Einblicke hinter die Kulissen teile von Arbeitsschritten, die vielleicht den Followern helfen könnten, sich selber umzusetzen. Also wirklich ein bisschen weg von sich selber, über sich viel zu schreiben oder zu zeigen, sondern mehr für die Community zu machen. Und wenn man viel gibt, kommt auch viel zurück. Mhm. Das wird so sein. Dann kommen Kommentare zurück. Vielen Dank für den Tipp. Hast du mir noch was? So entsteht dieser Austausch auch. Und wenn man viel gibt, kommt auch viel zurück. Und wenn man sieht, wow, da kann ich so viel für mich mitnehmen, der folge ich, dann ist sie auch noch sympathisch, spricht mit mir ab und zu in die Kamera. Ich sehe ein bisschen hinter die Kulissen, kriege ein bisschen was von ihrer Geschichte auch mit. Auch ganz, ganz wichtig, die Geschichte einfach hinter dem Unternehmen, hinter der Marke. Ja. Weil es ist einfach so, das wird immer wichtiger, die Menschen entscheiden sich für Geschichten, für Persönlichkeiten, ja, hinter der Marke und nicht nur für das Produkt oder für die Dienstleistung. Es geht wirklich um den Menschen, um die Geschichte dahinter und das auch versuchen, wirklich auch transparent zu teilen. Vielleicht auch, welche Rückschläge hatte ich schon? Ja, dann sieht derjenige wieder auch eine Verbindung in gewissen Lebensbereichen, zu zeigen, dass eben nicht alles perfekt ist. Und diese persönliche Bindung, dieses Authentische, macht nachher den Unterschied, ob man eben nur Follower hat, die eine Zahl bilden oder ob man Follower hat, die nachher eine aktive Community bilden und auch deine Dienstleistung mal in Anspruch nehmen oder zu Kunden werden. Ja, genau. Ich finde es, also an der Stelle, ich finde es so super, weil du auch gerade gesagt hast, können wir jetzt ja auch viele andere Sachen oder aufs ganze Leben übertragen. Ja, genau. Auch einfach versuchen dann, das war ja bei mir auch so, wir haben ja von dem Auto schon kurz drüber gesprochen, wo wir hergefahren sind. Dann einfach so dieses, ja, ich habe jetzt viel in mich auch investiert, ich habe mich mit gewissen Themen beschäftigt und auch viel umgesetzt. Ja. Aber mir war dann auch einfach so ein Punkt dann zu sagen, oh, jetzt mit dem Podcast, dann wie kann ich das denn alles so miteinander verbinden, dass andere dann auch von profitieren. Genau, auch was davon haben. Und das finde ich echt richtig schön. Ja, finde ich auch schön eben, dass du so auch die Geschichten von anderen Menschen teilst und eben, dass man wieder mehr Leute erreicht mit gewissen Themen und da einfach auch viel weitergeben kann. Ja. Ja, ganz, ganz toll. Ich meine, das ist so der Kernpunkt auch so von dem Podcast. War echt auch wichtig. Ja. Einfach, wir haben es jetzt ja auch schon gesehen und die Folgen davor, ganz spezielle Charaktere, egal wer das jetzt war oder wo wir hier schon auf der Couch saßen, je nachdem. Also es hat da immer wirklich schön gepasst und das freut mich selber einfach auch. Ja, super. Jetzt sag uns doch gerne noch zum Abschluss, Lisa, wo darf die Reise hingehen? Visionier mal so ein bisschen. Wo willst du noch hin mit deiner, mit deiner Arbeit? Ja, ich bin gerade dabei, auch mir einen eigenen Online-Kurs aufzubauen. Mein Traum ist es, einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Ja. Sei es mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich auch immer wieder in meinem Account mit aufgegriffen. Mhm. Einfach ein bisschen mehr an sich zu glauben, für seine Träume loszugehen, auch wenn vielleicht mal es im Außen jetzt nicht so perfekt scheint, die Situation, dass man wirklich aus seiner Komfortzone rausgeht und sich traut und natürlich das Thema Social Media weiter zu geben, dass man sich traut, rauszugehen mit seinem Herzensbusiness, versucht, wirklich mehr Menschen zu erreichen, Reichweite zu bekommen. Und da möchte ich mir jetzt einen eigenen Online-Kurs aufbauen, eben zum Thema Social Media, Branding, das eigene Herzensbusiness, mehr Reichweite zu schenken, damit ich da einfach auch noch mehr Menschen erreiche. Also ganz egal, ob es jetzt regional oder ob derjenige jetzt in Berlin sitzt oder München, dass die wirklich meine Online-Produkte sozusagen auch herunterladen können, ein 4- oder 8-Wochen-Programm machen können, in dem ich dann virtuell dabei bin sozusagen. Und mein Traum ist da einfach wirklich, noch mehr Menschen für dieses Thema zu begeistern,
für die Träume loszugehen und die dann auch wirklich sichtbar zu machen. Ja, dass einfach noch mehr Menschen vom eigenen Herzenswissen erfahren und jeder wirklich für das losgeht, was er gern macht und da Erfolg hat einfach, ja. Und es am besten eben mit Social Media ist einfach super, das alles aufzubauen und umzusetzen. Und das möchte ich gerne noch mehr Menschen durch Online-Produkte, durch Online-Kurse weitergeben und ja, dann mal schauen, wo es noch hingeht. Mhm. Ich bin für alles offen. Ja, super. Ja. Hey, vielen Dank an der Stelle. Lisa, ich sage echt nochmal danke von Herzen. Ja, ich danke dir auch. Ja, sehr gerne. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Danke. Wieder. Und habe jetzt auch gemerkt, wie gesagt, die verschiedensten Themen mit schon gehabt. Ja. Heute jetzt auch Thema Social Media in dem Fall. Genau. Zu dir dann auch. Ich werde natürlich auch alles wieder in den Shownotes verlinken. Kontaktiert die Lisa, wenn es um das Thema geht. Ich glaube, ihr habt jetzt echt einen guten Einblick bekommen, was die Lisa macht. Und auch nochmal an der Stelle bei ihr ganz wichtig, sie steht mit vollem Herzen dabei. Ja, definitiv. Und ich kann es auch nur von meiner Seite aus empfehlen. Euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, vielen Dank wieder, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Tretet auch mit uns in Interaktion, vernetzt euch mit uns. Ja, unbedingt, also ganz, ganz wichtig. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank nochmal auch an euch und bis bald, euer Black Forest Story Podcast. Tschüssi.